habe letztens einen coolen Witz gehört. Soll ich den erzählen? Kann man auch in der Outtakes reinnehmen. Ja, erzähl mal. Also ein Pfarrer, ein Arzt und ein schwäbischer Ingenieur spielen Golf. Sind da so auf dem Golfplatz. Ja, schönes Wetter. Und irgendwann geht es nicht weiter, weil an dem Loch vor ihnen, da sind so ein paar Typen, so drei Typen, die kriegen es irgendwie überhaupt nicht gebacken. Die kriegen den Ball nicht eingelocht und hacken da mit ihren Schlägern, da mit ihren Golfschlägern, da die ganze Wiese kaputt, ey. Das Gras fliegt da in die Luft und sonst was, ne? Und da kommt gerade so dieser Greenkeeper da des Weges und da fragen die drei, die sagen, hier, was ist denn da los, ey? Hier geht's überhaupt nicht voran, wir müssen weiter und die da vorne, die können ja offensichtlich nicht spielen, also warum, was soll das? Und dann sagt der Greenkeeper, naja, traurige Geschichte, weil die drei, das sind Feuerwehrleute und als unser Clubheim gebrannt hat, da haben die etliche Leute von unseren Mitgliedern gerettet und haben aber alle dabei ihr Augenlicht verloren und seitdem dürfen sie bei uns kostenlos spielen und kostenlos und jederzeit spielen und da ja, sagt der Pfarrer, meine Güte, ey, ich werde sie in meine Gebete mit einschließen, ja. Und der Arzt sagt, naja, ich gebe ihnen mal meine Karte, die können ja gern mal, vielleicht können sie denen das irgendwie ausrichten, ja. Können gern mal bei mir in der Praxis vorbeikommen, da gucke ich mal, vielleicht kann man da noch irgendwas machen, also heutzutage gibt es ja andere Möglichkeiten. Und dann sagt der schwäbische Ingenieur, na, warum lassen sie die nicht nachts spielen? Das ist nicht nett. Ja. Das ist nicht nett. Tja. Ich halte das nicht für nett. Pragmatisch halt, ne? Die Deutschen. Pragmatisch, zielgerichtet und lösungsorientiert, würde ich mal sagen. So wie mir hier im Ländle ist, ne? Ja. Naja. Okay. Ich würde sagen, jetzt fangen wir mal an, oder? Ha? Ja. Der Kinocast. Hallo und willkommen hier in der lauschigen Runde hier im Warmen, während es draußen schon wieder ein bisschen kühler wird. Ich begrüße Kate und Chris, hallo. 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 Ja, wir haben das jetzt optimiert, ich begrüße euch nicht mehr einzeln, das können wir gleich weitermachen, weißt du? Super. Brutal, wenn du Erklärung hinterher schiebst, lohnt sich das mit der Zeit reinholen. Ja, eben. Jede Sekunde zählt, ja. Und deswegen beginnen wir auch gleich mit dem Sneak-Film. Ach nee, ich gebe erstmal kurz einen Ausblick, was wir heute haben. Also wir haben natürlich den Sneak-Film der Woche und da bin ich sehr gespannt drauf, wie der war, weil den wollte ich eigentlich gerne sehen, aber ich konnte leider nicht gehen. Dann haben wir natürlich wieder so ein bisschen einen Ausblick, was morgen in der Sneak-Preview kommen könnte, was so für Tipps eingegangen sind. Und wir haben einige gesehene Filme, denn ich war, weil ich in die Sneak nicht konnte, war ich auch so nochmal im Kino und habe mir auch da noch ein bisschen was angeschaut und wir haben auch einen Rezensionsdisc bekommen. Im Bereich News haben wir einiges, seid gespannt. Ein Gewinnspiel haben wir auch, Gewinnspiel und Oscar-Tippspiel, aber das alles später. Jetzt erstmal der Sneak-Preview-Film If Beale Street Could Talk, oder ich glaube im Deutschen heißt es nur Beale Street, ne? Im Deutschen heißt es nur Beale Street, ja. If Beale Street Could Talk. Wir befinden uns im Harlem in New York, in Harlem in den 1970er Jahren und lernen dort den Bildhauer, Statuenmacher, Holzbearbeiter Alonzo Hunt, der liebevoll nur Funny genannt wird, kennen und die 19-jährige, also 3 Jahre jüngere Verkäuferin Tisch, die verkauft Parfum. Möbel? Tisch. Nein. Und die beiden sind ein Liebespaar, die kennen sich schon seit Kindheitstagen, sind also auch zusammen aufgewachsen und blablabla. Und ja, die Geschichte ist eigentlich relativ schnell erzählt. Fonny wird eines Tages beschuldigt, eine Puerto Ricanerin vergewaltigt zu haben. Und eigentlich hat Fonny ein Alibi, was auch kurzzeitig erklärt wird in dem Film, mit, ja, er kann gar nicht dort zu dem Zeitpunkt gewesen sein, wo sie ihn dann festgenommen haben in der Zeit, weil das kann man nicht mal, wenn man rennt, kann man das zeitlich schaffen und bliblablub, aber wie 1970er Jahren, das war noch alles so ein bisschen, deswegen hat man ihn trotzdem mitgenommen, weil er wurde ja eindeutig erkannt, also er muss ins Gefängnis und Tisch besucht ihn dort und erzählt ihm, na, dass sie schwanger ist, wer hätte es gedacht, muss ja so sein.
Und sie ist sich ganz arg sicher, dass sie ihn rausholen kann aus dem Gefängnis, weil er ja unschuldig ist, bevor das Baby auf die Welt kommt. Und Tish erzählt dann auch zu Hause das mit der Schwangerschaft. Das ist eine der, kann ich jetzt schon vorneweg sagen, eine der schönsten Szenen eigentlich im Film mit dem Vater und wie dann die Familie da reagiert. Das ist schon richtig cool. Und es gibt dann das Zusammentreffen mit der Familie von Fonny, die dann eingeladen werden. Und denen wird das dann auch gesagt. Und da ist die Reaktion eher gemischt, sagen wir es mal so. Also der Vater freut sich total. Fonnys Dad ist total glücklich. Fonnys Mutter eher nicht. Und die Schwestern auch nicht. Es kracht ganz gewaltig zwischen den beiden Familien. Und ja, Tischfamilie und eben Fonnys Vater Frank, die versuchen halt wirklich mit allen Mitteln, dass man Fonny da rausbekommt. Gehen zum Anwalt, sammeln Geld an und machen dann auch so Schwarzmarktgeschäfte, verkaufen Klamotten am Pier, damit man genügend Geld zusammen hat, um die Mutter von Tish, die Sharon heißt sie im Film, gespielt von, jetzt muss ich nochmal gucken, wie sie heißt, oh Gott. Sie ist Oscar-nominiert. Das ist die Oscar-nominierte, genau. Regina King. Regina King, genau. Die ist Oscar-nominiert, schon mal vorneweg und wie ich finde auch zu Recht, auch das nochmal vorneweg. Macht sich dann auf den Weg nach Puerto Rico, trifft dann auch tatsächlich das Vergewaltigungsopfer Victoria und versucht mit ihr zu reden, ihr die Situation auch klar zu machen, aber ja, Victoria ist nicht ohne Grund abgehauen. Da steckt noch ganz arg viel mehr dahinter. Tja, der Prozess von Fonny wird dann weiter verzögert, weil eben die gute Victoria nicht zurückkommt. Und wie es dann ausgeht, wie es dann weitergeht, das verrate ich jetzt mal noch nicht. Das wäre, glaube ich, schon zu viel gesagt. Es ist nur vielleicht nicht... Nein, das wäre zu viel gesagt. Nein, sag ich nix. Ich nehme alles zurück. Gemacht wurde der wieder. Film, also gedreht ist es, oder hauptverantwortlich dafür, Regie und Drehbuch ist Barry Jenkins. Den kennt man vielleicht aus so einem illustren Streifen wie Moonlight. Ja. Der hat ja bei den Oscars 2017 den ein oder anderen Preis gewonnen. Überraschend. Ich glaube, sowas. Bester Film, ne? Das war überraschend im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also, der ist wieder ist Regisseur und Drehbuch dazu produziert von Adele Romansky, hat ebenfalls bei Moonlight mitgearbeitet. Dazu Kameramann James Laxton, der hat wo mitgearbeitet, Erik? Moonlight? Genau, und die Filmeditoren Joy McMillan und Ned Sanders, die haben wo mitgearbeitet? Weiß ich nicht. Moonlight. Und Niklas Brittle komponierte die Filmmusik. Das hat er schon gemacht bei welchem Film? Terminator 2. Ja, und Stopp langsam 15, ist richtig. Nein, natürlich auch bei Moonlight. Ja. Also... Dieses Team hat einen zweiten Film herausgebracht, der jetzt tatsächlich auch wieder für Oscars nominiert ist. Diesmal nicht für den besten Film, sondern für beste Nebendarstellerin, eben die Regina King. Dann bestes adaptiertes Drehbuch, weil es basiert ja auf dem gleichnamigen Roman von James Baldwin. Der heißt, deutscher Titel ist Beale Street Blues. Und noch für die beste Filmmusik, für den Original Score, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also für die drei ist es nominiert. Und ich kenne halt das Buch nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich kann nur sagen, ich fand die Musik wirklich sehr, sehr cool. Die hat sehr, sehr gut reingepasst. Das war wirklich teilweise auf den Punkt und halt auch nicht so Hip-Hop-Gedöns oder was weiß ich was, sondern das war wirklich auch jazzig und jazzlastig. Und das war, ich fand es extrem gut platziert. Und Regina King als Sharon Rivers, als die Mutter von Tish in der Nebenrolle, fand ich auch wirklich ganz, ganz stark, wie die das gespielt hat. Also das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch mich wirklich sehr, sehr begeistert bei dem Film. Und jetzt kommen wir eher zu dem Punkt, was mich nicht so begeistert hat. Und ich glaube, da kann mir Kate gleich auch noch zustimmen. Der Film nimmt sich sehr viel Zeit, die Geschichte zu erzählen. Sehr viel Zeit. Und das ist das große Problem. Manchmal viel zu viel Zeit. Da wirkt es monströs langatmig. Da wirken Szenen plötzlich wie von Kaugummi auseinandergezogen. Also richtig, richtig lang. Und das weiß ich nicht, ob das dem Film insgesamt so gut tut. Der dauert 117 Minuten. Ich denke, so 105, 100 rum hätten auch gereicht manchmal. Also so manche Szene, die ist einfach
ja, ein wenig in meinen Augen zu lang geraten. Auch wenn es das ganze Drama dann auch widerspiegelt, in dem sich eben Tish da befindet. Oder halt die ganze Familie sich befindet. Und ja, das ist so der große Knackpunkt auch für mich, weil du schweifst dann automatisch ab mit den Gedanken. Du bist nicht von so 100%, also ich war nicht zu 100% in der Filmwelt da gefangen und dann auch mitzuleben, sondern das war dann wirklich so, okay, was schlägt eigentlich morgen an, habe ich zwischendurch auch mal gedacht. Und das ist, glaube ich, für einen Film dann schon fast tödlich, wenn du über deinen nächsten Tag im Kino nachdenkst, weil du einfach plötzlich Zeit dafür hast. Das ist der große Knackpunkt. Ich weiß nicht, Kate, du siehst es, glaube ich, ähnlich, ne? Ja, leider. Also grundsätzlich Story, Schauspiel, Musik, wirklich gut, gar keine Frage. Auch absolute, auf den Punkt gebracht und verdient, auch nominiert für die Oscars. Aber wie du schon gesagt hast, der Film hat Längen und der Film hat das nicht nur ein-, zweimal, sondern drei-, vier-, fünfmal. Also es gibt so ein paar Szenen, da denke ich mir, okay, auch süß, ja, okay, und jetzt Abblende, nächste Szene, nee, es geht weiter und dann wird nochmal auf dem Thema rumgeritten und dann geht die Geschichte halt nochmal weiter und dann sitzen sie doch nochmal 5 Minuten länger am Tisch und ach, ja, also manchmal gab es einfach so einen Punkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt weiter bitte, weiter, aber es ging nicht weiter, es blieb bei dieser Szene. Und und grundsätzlich, die Geschichte ist ja wirklich kurz erzählt. Das ist ja diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, finde ich, steht auch viel mehr im Fokus, als wie das ihn aus dem Gefängnis rausholen, seine Unschuld beweisen. Ne? Also ich finde, das kommt fast schon zu kurz, weil immer wieder auf diesen zwei Hauptdarstellern fokussiert geblieben wird. Also, ja. Das ist mir ein bisschen zu viel tief in die Augen starren gewesen. War ja auch schon so ein bisschen mein Kritikpunkt damals bei Moonlight, dass der sich so ein bisschen geweidet hat an den Situationen. Also wenn, und da ist halt das Problem, wenn du als Zuschauer in dieser Situation so voll und ganz drin bist und sagst, boah, ist das herrlich, genauso wie es mir zum Beispiel bei Herr der Ringe oder so geht, ne? Wo ich einfach sage, oh, es ist so toll gemacht und dir gefällt einfach die Situation, die laufen zwar nur irgend so einen Bergkamm lang, aber irgendwie sagst du, boah, ist das cool. Das funktioniert halt hier nicht bei solchen Geschichten und das hat mich bei Moonlight halt auch so ein bisschen gestört, dass man sich manchmal so irgendwie so minutenlang angeschwiegen hat. Ja. aber das hatte halt noch genügend Drama und diesen Beale Street, warum ich den sehen wollte, ich habe jetzt bei diversen, ich bin ja so ein bisschen Fan von diesen ganzen Preisverleihungen und sowas und ich hatte mir da einige Sachen aufgenommen, jetzt gab es ja diverse Sachen hier, SAG, Screen Actors Guild Awards und die Golden Globes und so, da hat man natürlich überall so Ausschnitte gesehen und da wurde natürlich so, dass so die besten Szenen wahrscheinlich so auf den Punkt gebracht und die haben mir einfach total gut gefallen und auch die Musik und so. Und aber wenn ihr jetzt sagt, dass der Film dann in seiner Gänze dann eher so ein bisschen die Luft dann raus ist, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, wie gesagt, ja, das ist halt echt nicht gut. Also. Nee, gar nicht. Es ist auch schwierig. Es wird halt wieder so ein Teil aus einem Leben von jemandem erzählt. Der ist aber auch wieder nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich finde, also da gibt es so viele Themen im Hintergrund, die ich natürlich jetzt nicht spoilern will, die finde ich für die Geschichte, für den Verlauf so wichtig sind, die eigentlich auch kritisiert werden müssten und die zu der Zeit auch wirklich schlimm waren, die einfach nur Nebenhandlungen sind. Also irgendwie ein Polizist, der die Dumme auf der Straße anmacht und dieser Polizist spielt auch nochmal im Verlauf der Geschichte eine Rolle und das kommt nicht raus bei und auch das, ja, ich kann es nicht sagen, ohne zu spoilern, das ist blöd. Das sind einfach so ein paar Sachen dabei, wo ich denke, die würden der Kritik und dieser Zeit viel mehr entsprechen, als nur diese Liebesgeschichte zu erzählen. Und ich finde auch den Titel von dem Film ein bisschen seltsam, weil klar, es wird erzählt, dass eben in der Beale Street eben alle schwarzen Mitbürger damals geboren wurden. Irgendwie kommt am Anfang so ein Text. Aber ich
Und ich innerlich so denke, so, alles klar, und habe nach dem Film gedacht, alles klar. Also wenn die Beale Street wirklich sprechen könnte, weiß ich nicht, ob sie genau diese Geschichte erzählen würde. Ja gut, oder der vielleicht Roman gibt es eine andere, bessere. Der ja, Roman ist ich mein. Schon so, ja. Das war halt mein Gedanke nach dem Film. So, okay, das ist die beste Geschichte, die erzählen können. Schwierig. Muss ich vielleicht noch dazu sagen, die Beale Street, die originale Beale Street ist ja in Memphis, Tennessee. Nur mal so. Hm. Ja, also, wie gesagt, es macht dieses viele Schweigen, dieses Dingsen, dieses Anstarren, dieses in die Augen gucken, dieses Ausleben des Momentes in aller seiner Ruhe macht leider bei mir ein bisschen was am Film kaputt. Mhm. Also, cooles Thema. Wie gesagt, echt schön erzählte Geschichte, nur zu lang. Zu langatmig. Mhm. Okay, also punktemäßig. Erik ist eingeschlafen bei der Besprechung. Nee, wirklich eingeschlafen? Nee, es hat mich echt interessiert. Und ich glaube, ich werde den, wenn ich den irgendwo erwische, wann startet der denn regulär? Habt ihr das gerade irgendwie? Ach, hier ist 7.3. Och, an meinem Geburtstag startet der. Ja, da sind natürlich die Oscars schon vorbei. Das ist schade. Weil, ob ich mir jetzt so einen 2-Stunden-Film anschaue, wenn ich sage, ja, für die Oscar-Vorbereitung hätte ich es vielleicht gemacht, aber jetzt dann so, ich weiß nicht. okay. Also ich gebe ihm 6 Punkte. Christo? Ich bin bei 7, trotz alledem. Ja, ist doch gut, oder? 7 Punkte? Ja, ich sag ja, es ist okay, aber er hätte mehr machen können. Ja. Okay. Wie sieht's denn aus mit den Tipps für morgen? Ich habe irgendwie, dadurch, dass ich nicht in der Sneak Preview war, habe ich das irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ich habe vorhin mal dann noch Tipps reingeschmissen. Aber ich glaube, der eine war schon mal. Der Erik schießt wieder mit der Schrote auf. Das stimmt ja gar nicht. Das sind schon wohl überlegte Tipps. Ich kann auch das gerne rechtfertigen. Ja, ich bin gespannt, wie du das rechtfertigst, weil der Tipp für die Sneak Nummer 986 am 4.2.2019, also am für uns aus gesehen morgigen Montag, lautet schlicht und ergreifend Winterdienst. So, da wurde auch schon fleißig getippt. Zum Beispiel zwei Sachen, also ein Film gleich zweimal. Und zwar Hard Powder. Das ist ein Remake von dem damaligen Film Einer nach dem anderen. Da geht es, glaube ich, um einen Typen, der Winterdienst macht und irgendwas passiert, dem seiner Familie, Tochter, was auch immer. Und dann geht er auf jeden Fall auf Jagd nach den Menschen, irgendwie sowas. Und er fährt halt so ein Räumfahrzeug, das war vielleicht passt es deswegen. Und dann gibt es noch den Film Abgerissen. Da weiß ich nicht, um was es geht, aber das ist ein russischer Film. Und auf dem Plakat hängt so eine Gondel, wo so Skifahrer hochfahren. Gefährlich, in nur noch einem Draht und irgendwie kurz vorm Absturz. Also auch irgendwas mit Schnee. Ein russischer Schriller. Früher hat man gesagt, es gibt es in keinem Russenfilm. Ja, und dann hat noch jemand getippt, die Schneekönigin 4 im Spiegelland. Und wieso sollte das nicht kommen, ha? Mit Schnee und Winterdienst? Weil ich glaube eher, dass Hard Powder kommt. Ja, das glaube ich auch. Das habe ich nämlich, glaube ich, auch getippt. Ja, du hast es nochmal getippt. Ja, weil das passt sehr gut da. Winterdienst und hey, lieben Lies, naja, das kann man das nie mal mitnehmen, ne? Also, das geht. Bin ich gespannt drauf. Hard Powder. Aber die Schneekönigin 4 wäre auch schon cool. Ja, ich habe leider 1, 2 und 3 nicht gesehen. Ich habe 2 und 3 nicht gesehen. Du hast die ersten 3 Schneeköniginnen nicht gesehen. Meine Güte. Und das hast du eine Tochter du hast. Ja, die Eiskönigin habe ich gesehen hier. Den Disney-Film, den habe ich gesehen mit dem Schneemann hier, der von H.P. Kerkeling gesprochen wird und so. Aber das hat ja mit der Schneekönigin nichts zu tun, ja. Ist wieder was anderes. Ach du je. Also, gut. Dann hast du den wahrscheinlich auch nicht gesehen, den ersten. Doch, bestimmt. Ja. Bin mir sicher. Klingt gut. Das klingt gut. Aber was haben wir denn sonst noch so geschaut? Ich war im Kino gestern in Checker, Tobi und das Geheimnis unseres Planeten. Und liebe Hörer, bevor ihr jetzt alle abschaltet, lasst mich ausreden. Der ist nämlich gar nicht so schlecht. Checker Tobi wird den meisten vielleicht oder ja, also Eltern auf jeden Fall irgendwie bekannt sein, weil der hat auf Kika gibt es so eine Checker-Sendung. Da gab es früher Checker Chan, als meine Tochter klein war und das immer geguckt hat. Und ich glaube, dann gab es noch diverse andere Checker,
das sind halt junge Leute, die gehen halt irgendwo hin, was weiß ich, die gehen mal zur ESA und lassen sich mit der Raumfahrt irgendwas erklären oder gehen halt irgendwo in irgendwelche Betriebe und lassen sich erklären, wie bestimmte Sachen produziert werden oder eben auch Naturphänomene. Und aktuell ist eben Checker Tobi, nee, Entschuldigung, nicht ganz, aktuell ist, glaube ich, Checker Julian schon. Checker Tobi war quasi der vorhergehende Checker im Fernsehen. Und der Checker Tobi macht aber jetzt einen Kinofilm oder hat jetzt einen Kinofilm gemacht, produziert vom Bayerischen Rundfunk. Und er findet am Anfang eine Flaschenpost, auf der steht ein Rätsel drauf. Und dieses Rätsel führt ihn einmal komplett rund um die Welt. Und ich will es nicht zu viel verraten. Im ersten Teil geht er zum Beispiel, blickt er mit einer Vulkanforscherin wirklich in den Schlund eines aktiven Vulkans. Und allein das, also wir waren jetzt, dadurch, dass wir in der Mittagsvorstellung im Kino waren, also 13.30 Uhr, das war jetzt nicht besonders gut besucht, ja, die Vorstellung. Wir waren vielleicht 20, 30 Leute oder so da drin. Das ist halt dann doch eher ein abendfüllender aber Film, oder? Nee, danach kamen echt viele. Also danach, als wir raus sind, da kam ja dann gleich im Metropol 2, was übrigens ein wunderschönes Kino ist für Familien und mit Kindern, weil das so wie so ein Amphitheater so angeschrägt ist, die Zuschauerränge. Da können halt die Kinder alles schön sehen, ohne dass sie eine Sitzerhöhung brauchen. Und danach standen echt viele draußen, die dann in die nächste Vorstellung gehen wollten. Also ich nehme an, der wird auch vielleicht ganz gut gehen, der Film. Und allein in dieser ersten Szene, da haben die das mit so einer Drohne aufgenommen. Die fährt dann so von hinten hoch, die stehen quasi am Schlund und dann fährt so die Drohne hoch und dann macht so die Einstellung macht dann so richtig auf, dass du in diesen Vulkan reingucken kannst. Und da hast du im Saal, hast du wow gehört von den Kindern und von den Erwachsenen. Also ich saß auch da, wow, was für eine Aufnahme. Und so geht es dann halt auch weiter. Das ist jetzt kein Film im eigentlichen Sinne, wo jetzt hier irgendwie eine Story und ein Riesendrama ist oder sowas. Ich würde es eher als eine Dokumentation bezeichnen, die diesen Checker Tobi rund um die Welt begleitet bei seinem Rätsel und da einfach wundervolle Aufnahmen zeigt, also von Unterwasserwelten und sonst was. Und das wirkt alles so wahnsinnig gut im Kino. Das ist unglaublich. Also dieser Unterschied von zu Hause, wo man vielleicht auch schon einen relativ großen Fernseher hat, nochmal zum Kino, wenn du da drin sitzt und boah, einfach Wahnsinn. Und auch der Sound, also bei dem Vulkan, die haben zum Beispiel, die mussten erstmal ewig lang hinlaufen zu diesem Vulkan und waren dann zwischendurch noch in so einem Dorf und haben dann, bevor sie den Aufstieg gewagt haben zu diesem Vulkan, haben sie noch gecampt vor dem Vulkan. Und dann hast du die ganze Zeit, weil es eben aktiver Vulkan war, hat es die ganze Zeit so ganz tief immer so gewummert, ja. Boah, das hast du im Kino so extrem gehört, das war sehr, sehr beeindruckend. Also ich will jetzt die anderen Sachen nicht verraten, wo es ihn noch hin verschlägt. Also er ist dann auch mal zum Beispiel im ewigen Eis und das, ich hätte nie gedacht, dass das so viel ausmacht, aber diese Aufnahmen, diese Naturaufnahmen auf dieser riesigen Leinwand, das war einfach absolut beeindruckend. Also ich kann den Film nur wärmstens empfehlen an Eltern mit Kindern, die da braucht ihr diesmal keine Angst haben, dass das irgendwelcher Quatsch ist, den ihr da angucken müsst, sondern das ist ein Film, der sowohl den Eltern als auch den Kindern, denke ich mal, sehr, sehr gut gefällt. Also mein Kleiner, der hat auch dann abends vorm Einschlafen immer noch davon erzählt und hat auch hier zu Hause nochmal quasi alles erzählt, was er da Tolles gesehen hat, und der war sowas von begeistert. Also und der Film, der weckt halt so eine Abenteuer- und Reiselust, und das ist wirklich ein toller Film, den man Kindern zeigen kann oder auch Erwachsene, die werden sich da nicht langweilen. Ich weiß, ihr werdet da jetzt nicht reingehen in den Film. Also sehen will ich ihn auf jeden Fall, wenn du jetzt so begeistert davon erzählst. Ich habe auch deine Post schon gelesen, ne? Dass du so begeistert bist. Also sehen möchte ich ihn auf jeden Fall. Ob ich mich ins Kino mit lauter Kindern setze, das weiß ich noch nicht. Aber definitiv ein Film zum Angucken. Ja, also große Leinwand. Deswegen wird es wahrscheinlich auch so gewesen sein, dass sie gesagt haben, hey, wir würden gerne einen Bericht drehen über dies und jenes. Ja. Und dann haben sie festgestellt, na ja, eigentlich ist das nichts fürs Fernsehen. Das müsste man eigentlich wirklich auf einer riesigen Leinwand zeigen. Und wir haben jetzt auch danach, gibt es auf YouTube eine Dokumentation, quasi so eine Art Making-of, was sie auch als so eine Checker-Tobi-Folge gemacht haben, wo er so ein bisschen erklärt, was ist Filmschnitt, was ist Regie,
wie wurden bestimmte Sachen gedreht. Würde ich aber empfehlen, erst hinterher zu schauen, weil da wird schon ein bisschen viel verraten von dem, was sie da im Film zeigen. Und da wurde halt zum Beispiel auch erklärt, mit welcher Technik sie das so gemacht haben, mit Drohnen und wie sie, mit schwimmenden Kameras und sonst was. Also echt sehr, sehr toller Film. Also ich wünsche dem, dass das funktioniert. Ich glaube, wenn da ein weiterer Teil kommt, ey, ich glaube, dann bin ich auch wieder am Start. Also, der hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also ich gebe dem Film auch 8,5 von 10 aus dem im Bereich hier von diesen Kinderfilmen oder Jugendfilmen. Den kann man wirklich toll gucken. Also was habe ich da schon im Kino gelitten bei zum Beispiel Feuerwehrmann Sam oder sowas. Und hier, das ist halt wirklich, das sind reale Sachen, die rund um die Welt sind und wo einfach den Kindern sowas nahegebracht wird, wo die einfach dann mit glänzenden Augen da sitzen, was, wie toll unsere Welt ist und sich dann auch dafür interessieren. Ja, da fing dann auch zu Hause an, so mit Vulkan, hat dann gleich einen Vulkan gemalt auf ein Blatt Papier und so, wie er das gesehen hat. Und ich finde das echt toll. Also schön, schön gemachter Film. Wirklich mal ohne Vorbehalte, gerade Eltern mit Kindern, einfach mal reingehen. Okay. Ja, ihr habt nichts weiter sonst? Nee. So. Nee. Ich könnte noch von der Serie nachher erzählen, fällt mir gerade ein. Dann bräuchte ich mal einen Oscar-Check, bitte. Oscar-Check. Ah, jetzt, wo es dir wieder ein bisschen besser geht, klingt sich ganz Oscar-Check, Entschuldigung. Aber dann soll es dir lieber besser gehen. Oscar-Check. Ich habe geguckt, A Star is Born. Und mit Lady Gaga. Bradley Cooper und Lady Gaga. Lady Gaga mag ich jetzt nicht so wahnsinnig, muss ich dazu sagen. Musikmäßig auch nicht so sehr. Und ich habe mich die ganze Zeit auch am Anfang des Films, dazu komme ich mal später. In Star is Born geht es darum, dass Bradley Cooper ist ein Star, der macht solche handgemachte, was ist das, Country- und Western-Musik und tourt das so durch die USA. Ist durchaus bekannt, hat auch ein bisschen Geld, ist aber trotzdem irgendwie noch so bodenständig geblieben und hat ist dem Alkohol nicht abgeneigt, sagen wir es so. Und als auch Drogen sind da im Spiel und als er eines Tages dann nach so einem Konzert geht er, weil er nochmal irgendwie ein bisschen Fusel braucht, lässt er sich irgendwie von seinem Chauffeur irgendwo in eine zwielichtige Ecke fahren, wo noch irgendwie eine Kneipe noch offen hat und geht da rein und da drin, das ist so eine Travestie-Kneipe und da tritt Lady Gaga, wie heißt sie eigentlich im Film? Ellie, ja genau, tritt Ellie auf, die eigentlich irgendwie was ganz anderes, also die arbeitet tagsüber irgendwo und geht halt, darf dort abends in dieser Travestie-Kneipe auftreten, weil die sich mit den Leuten irgendwie gut versteht oder so, die haben sie mal singen hören und sie ist da die einzige Frau, die als echte Frau dort auftreten kann. Alle anderen sind ja halt verkleidet als. Und dort hört er sie singen und ist dann gleich so total angetan von ihr und lädt sie dann noch auf was zu trinken ein. Und sie erkennt ihn natürlich auch und daraus entwickelt sich aber noch ein bisschen was. Also sie verbringen dann irgendwie so den Abend zusammen, indem sie dann irgendwie noch ein bisschen in der Stadt unterwegs sind, auf irgendwelchen Parkplätzen sitzen und da gibt sie dann auch ein bisschen zum Besten, was sie auch schon selber geschrieben hat und dann bekommt eben dieser Film diesen Drive, den man sich durchaus denken kann, nämlich, dass er sie unter seine Fittiche nimmt und sie auch featured auf den Konzerten, dass er sie einlädt zu einem Konzert und sie mit auf die Bühne holt und dort darf sie mal ihr Lied singen, wo er schon das Arrangement ein bisschen gemacht hat. Und sie bekommt dann eine eigene Karriere und aus denen wird natürlich auch ein Paar, wie man sich vielleicht schon ein bisschen denken kann. Und der Film ist auch gedreht von Bradley Cooper. Und jetzt komme ich zu dem Thema, was ich vorhin schon anreißen wollte. Ich habe mich am Anfang des Films gefragt, was ist jetzt besser für so einen Film? Nimmt man eine Schauspielerin, der mal ein bisschen Singen beibringt, die aber gut schauspielern kann? Oder nimmt man eine Sängerin, der mal irgendwie so ein bisschen Schauspielern beibringt, dass sie irgendwie den Film tragen kann. Und ich war lange Zeit der Meinung, es war keine gute Idee, eine Schauspielerin zu nehmen, die singen kann, eine Sängerin zu nehmen, die nur ein bisschen schauspielern kann, weil da ist halt doch ein bisschen Drama drin in der Geschichte. Und da habe ich gedacht, das bringt die einfach nicht so gut rüber. Und
auch, sie hat zwar so ein, zwei, drei starke Szenen drin, keine Frage, die auch gut funktionieren. Die Gesangsszenen oder die Musikstücke, die sind der Hammer. Also da gibt es hier diesen Song, In the Shallows heißt der, den ich ja auch schon bei den Preisverleihungen gehört hatte. Der ging mir ja schon bei den Preisverleihungen dann nicht mehr aus dem Ohr, weil der irgendwie so eingängig war. Und mittlerweile ist er jetzt auch auf meiner Spotify-Playliste fürs Laufen und so. Der ist echt toll. Und wenn er im Radio kommt, mache ich auch lauter. Und der kommt halt auch im Film an ein paar Stellen. Und da, boah, das ist einfach der Hammer. Was ich aber hier echt kritisieren muss und was mir nicht gefallen hat, das war die Regie. Und hier wundert es mich auch gar nicht, dass Bradley Cooper nicht nominiert wurde für irgendwie die wesentlichen Oscars wie Regie oder sowas. Es gab Szenen, gerade dann, passieren halt auch so ein paar tragische Sachen, und da gab es so Szenen, die gehen irgendwie nur so eine halbe Sekunde. Da wird auf eine Person geblendet, die sagt einen Satz, Schnitt weg. Ja? Du siehst nicht, wie ist die Reaktion darauf, oder gerade in dieser dramatischen Szene, wo die Regie ein bisschen Ruhe gebraucht hätte, um da ein bisschen auch die Situation ein bisschen darzustellen, einfach so zack, zack, weg, und dann wird das wie so eine Montage, wie bei Rocky so eine Trainingsmontage, so zack, 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 wir zeigen das, 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 so, weißt du, so hintereinander weg, so staccato-mäßig, wird dann so geschnitten, so kurze Szenen. Und gerade in Momenten, wo man sagt, nee, eigentlich jetzt hätte es gerade mal mehr Ruhe gebraucht, während der Film sich an anderen Stellen Ruhe nimmt, wo du sagst, oh mein Gott, jetzt hätten wir hier ein bisschen Dampf reinbringen können oder so. Also die Regie ist wirklich nicht gut. Und dass der Film hier so weit vorne dabei ist bei den Oscar-Nominierungen, hat halt wirklich nur mit der Darstellung zu tun. Und ich habe mich dann halt auch, basierend auf meiner Frage, was ist besser, eine Sängerin zu nehmen, die ein bisschen schauspielern kann. Ja, gerade deswegen ist sie wahrscheinlich auch nominiert, weil sie sich natürlich am meisten verstellen muss. Wenn du jetzt eine Schauspielerin nimmst, die irgendeine Rolle spielt, XY, dann ist das für die natürlich einfacher als für so eine Sängerin, die jetzt plötzlich in so einen Kinofilm dort spielen muss und der auch gerade mal eine ganz schöne Laufzeit hat, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe und hier auf die Schnelle nicht finden kann. Aber irgendwie so 2 Stunden ging der auch. Auf jeden Fall, es war jetzt für mich nicht der Riesenkracher, und ich glaube auch nicht, dass der so wahnsinnig viel absahnen wird. Von der Story her fand ich ihn stark, auch wie es dann so aufgelöst wird. Es klingt, das was ich erzählt habe, klingt so wie so eine Romanze und mit ein bisschen Drama und so. Aber da passiert dann noch einiges mehr, was ich nicht verraten möchte, für die es vielleicht noch sehen möchten. Ich möchte den Film auf jeden Fall empfehlen. Ist ja soweit eine gut erzählte, gut gespielte Geschichte mit einigen Defiziten bei der Regie, aber man kann sich durchaus angucken. Ja. Starspawn. Ich gebe 7 von 10. Papa Pokerface. Das kommt nicht im Film. Aber ich habe mal gelesen, dass man die Grundlage ihrer eigenen Geschichte genommen hat, ihres eigenen Lebens. Das möchte ich bezweifeln. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich irgendwo mal gelesen. Das glaube ich nicht, weil hier geht es ja um Country und Western Musik. Mhm. Und es ist ja auch so, okay, nee, doch, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil sie hat ja dann mittendrin auch so eine eigene Karriere. Mhm. Wo sie selber dann einen anderen Manager da, und da wird sie versucht, ein bisschen so zurechtzubiegen. Das kann natürlich sein, dass da vielleicht Parallelen drin sind. Ja, wo sie dann so ein bisschen popmäßig. Aber was halt, sie ist halt da wirklich, man kennt sie ja eigentlich so völlig irgendwie platinblond und irgendwie so überschminkt und mit irgendwelchen fancy Kleidern da. Das ist ja halt hier im Film nicht, bis auf die Szenen, wo sie eben dann diese andere Karriere hat. Ja. Aber dahingehend eigentlich schon ganz, ganz sehenswert. Und die Musik, wie gesagt. Ich kann mit so Country-Musik, ist überhaupt nicht mein Ding, ne? Aber dieses, weil das im Film auch so gut eingesetzt wird, und ja, auch Nebendarsteller sind extrem gut. Also sollte man sich mal anschauen. A Star is Born. Und ich komme mal zu dem nächsten. Eine Rezensionsdisc haben wir bekommen. Nämlich Sauerkraut-Koma. Und
falls das jetzt irgendjemand oberhalb irgendwie im nördlichen Teil Deutschlands nicht geläufig ist, um was es sich hier handelt. Es gibt eine sehr, sehr erfolgreiche Krimi-Reihe von Rita Falk, ist glaube ich die Autorin, das ist die sogenannte Eberhofer-Reihe, weil der eine Polizist heißt Eberhofer, wird in den Filmen gespielt von Sebastian Betzel und der ist in der bayerischen Provinz und muss dann immer so Fälle lösen und da passieren Sachen, wo man sagt, wow, das ist eigentlich eher ein Thema für, weiß nicht, Criminal Minds oder CSI oder sowas, was da mitten in der bayerischen Idylle passiert, wo dann alle erstmal völlig überfordert sind und warum passiert hier sowas und wie kann man das lösen und meistens zieht das auch noch irgendwelche Kreise bei manchen ist es auch eher so, dass es dann irgendwie so ein bisschen versandet und hier ist immer so der Weg das Ziel, denn der Sebastian Betzel und Simon Schwarz ist der eine, den hat man schon in diversen österreichischen Komödien gesehen. Der spielt so eine Art Privatdetektiv und so und seinen besten Kumpel. Und die haben hier in der mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, ja, in der fünften Verfilmung von diesem Thema. Es gab vorher Dampfnudelblues, Winterkartoffelknödel, Schweinskopf al dente und die Grießnockerl-Affäre. In der mittlerweile fünften Verfilmung eines Buches von ihr haben sie einen Fall zu lösen und zwar der Sebastian Betzel, der Franz Eberhofer, der ist halt in seinem kleinen Kaff da in Bayern und hat ja in dem vorhergehenden Teil, den hoffentlich alle gesehen haben, die Grießnockerl-Affäre, hat er wieder mal sehr gut performt und das gelöst. Der Volk schließt dann direkt jetzt an in dem neuen Film, denn er wird nämlich quasi weggelobt. Ja, also man sieht jetzt hier die Möglichkeit, ihn da endlich mal rauszubekommen, indem man ihn einfach befördert. Und er soll dann nach München oder wie die es nennen, nach Mingen. Nach Minge. Nach Minge. Und Er macht sich dann noch bereit für einen Umzug und dort in München ist dann alles auch so schickimicki, so wie man auch dieses Polizeirevier, das ist dann so eine loftartige Atmosphäre, wo irgendwie so Startup-mäßig die Leute an so Mobile Desks, Mobile Workplaces da zusammensitzen und irgendwie Smoothies trinken und irgendwie passt er da überhaupt nicht rein mit seiner Lederjacke und mit seinen Einzelgängermethoden. Und dann kommt noch dazu, dass er gleich auch einen Fall bekommt, nämlich es wird die Leiche, also sein Vater, der ja, das will ich mal nicht verraten, weil manche haben vielleicht die vorhergehenden Filme noch nicht gesehen. Ich sag mal so, dadurch, dass sein Sohn bei der Polizei ist, kommt sein Vater halt öfters mal in die Bredouille, weil er spricht halt den Kräutern sehr zu, sagen wir es so, und hat auch gewiss einen eigenen Anbau und was auch schon dazu geführt hat, dass sie in dem Ort ermittelt haben, Mensch, wo kommt denn das ganze Rauschgift her? Und dann festgestellt haben, oh, das ist der eigene Vater. Jedenfalls, der hat auch so ein uraltes Auto, einen Opel Admiral, wenn ich mich da recht erinnere. Und mit dem, oh, Opel Admiral, ne? Du weißt, wo ein Opel Admiral vorkommt? Kommt in diversen Filmen vor. Ja, nicht filmen, sondern einem ganz berühmten Musikvideo. Musikvideo? Cruisen? Mhm. Nee. Die Fantastischen Vier. Cruisen in einem Opel Admiral bei Dida spazieren. Echt? Ich habe da irgendwie nur ein Trabi in Erinnerung. Okay, so viel von mir. Da war auch ein Trabi, ne? Egal. auf jeden Fall, dieser Opel Admiral, den hat er aus seiner Garage holt und hilft damit beim Umzug fahren. Der wird natürlich in Minge, in München gleich erstmal geklaut und er regt sich tierisch auf, weil München konnte er noch nie leiden und jetzt zeigt sich ja wieder und alles Verbrecher da in München und so und wer doch nie und ach, sind das schöne Auto. Und das Auto wird dann gefunden mit einer Leiche im Kofferraum. Und da hat er natürlich gleich seinen ersten Fall da, der ihn aber wieder zurückführt in seine Heimat und der muss dann da ermitteln. Und ich habe den Film mit meiner Frau zusammen geguckt, die vorher noch keinen der anderen Teile gesehen hat. Ich habe halt immer mal so ein bisschen was erklärt, wie jetzt zum Beispiel euch jetzt gerade hier mit dem, dass der Vater eben auch da und so weiter. Das sind halt so ein paar, wenn du so ein bisschen Hintergrundwissen hast, findest du das alles mal noch mal lustiger, weil da treten halt auch Personen wieder auf, die mal so kurz so, wo du denkst, ach cool, die in den vorhergehenden Teilen irgendwie mal eine Rolle gespielt haben.
Und wenn du da ein bisschen Grundwissen hast, dann findest du den Film nochmal lustiger. Ich habe mich so kaputt gelacht wieder. Ich weiß nicht, die Art und Weise und wie die da in dieser bayerischen Provinz da. Er will dann halt auch heiraten und das klappt alles nicht so richtig und so. Es ist einfach wieder göttlich. Also wer irgendwas damit anfangen kann, der lacht sich ja. Und hier irgendwie 2,5 Millionen Kinobesucher, also das ist ja auch irre für so einen deutschen Film. Der lief halt auch sehr lange, hat er halt auch so diese Eichhörnchen-Taktik, ne, immer mal so ein Nüsschen holen. War jetzt nie irgendwo Platz 1, 2 der Kinocharts, immer so im hinteren Feld, aber sehr, sehr lange und wahrscheinlich auch natürlich vielleicht hauptsächlich auch im bayerischen Raum, weil ist wieder so herrlich. Wir haben es ja als Rezensionsdisk bekommen. Jetzt muss ich mal ganz kurz, ich wollte euch eigentlich vorlesen, was da drauf steht. Und zwar, der erscheint ab dem 31. Januar. Das heißt, wenn ihr die Sendung hört, könnt ihr den schon dort digital kaufen. Das heißt wahrscheinlich bei den üblichen Streaming-Plattformen, also wo man Sachen kaufen kann, also iTunes und Amazon Prime. Und ich hoffe, weiß nicht, was da noch so gibt. Ja, kennt ihr noch was, wo man was kaufen kann? Dann, was gibt's noch? Sind die gängigsten, würde ich mal sagen. Die anderen, ja. Da gibt's es auch. Ich will jetzt keinen ausschließen. Und ab dem 14. Februar, pünktlich zum Valentinstag, könnt ihr das auf DVD und Blu-ray dann kaufen, falls ihr da irgendwie ein Last-Minute-Geschenk braucht. Dann macht ihr da nichts verkehrt. Oh, hier stehen auch so ein paar Zitate drauf. Die Gala zum Beispiel, das Fachblatt für Kinofilme, hat geschrieben: deftige, bayerische, leidenschaftlich gespielte und liebevoll ausgestattete Krimi-Komödien-Kost. Die Gala ist ein Fachblatt für Filme? Ja, du hast die Ironie verstanden, oder? Ja. die Zeit beschäftigt mich jetzt eine Weile. Die Zeit hat geschrieben, die Münchner Smoothie-Schnäpfen feiern ihren Lifestyle, das Dorf feiert das Lebendige. Herrlich. Hier ergänzen sich trockener Humor in ein solides Mordszenario auf bewährt unterhaltsame Weise, hat filmstarts.de geschrieben. Ja, wir kriegen ja immer hier so ein Zettelchen mit dazu, wenn hier so ein Film, wenn wir so einen Rezensionsdisk bekommen. Jetzt weiß ich gar nicht, also der Chris und Kate wollen die ja noch gucken und danach, hier steht jetzt nichts dabei, dass ich sie zurückschicken muss, dann machen wir es ja eigentlich immer so, dass wir die dann auch verlosen. Ich würde dann aber fairerweise warten bis nach dem 14., weil ich glaube, wenn ich die vorher verlose, dann ist das bestimmt nicht in Ordnung. passt. Ja, genau. Müsst ihr auch dann passen mit. Dann könnt ihr da auch mal reingucken. Und ich habe letztens, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, in dem Kinoprogramm, Fernsehprogramm hatte ich irgendwie mal geschaut gehabt, ob jetzt irgendwann einer von diesen anderen Teilen läuft. Warte mal. Da war nämlich einer, der jetzt irgendwie demnächst im Fernsehen läuft. Da kann man einen Teil vorher, nämlich Winterkartoffelknödel. Läuft am 9.2. um 20.15 Uhr auf ARD One HD. Also dieser ehemals, was war das, ARD Festival oder so. Da kann man Winterkartoffelknödel gucken. Das ist quasi der zweite aus der Reihe, der 2 von 5. Um da schon mal ein bisschen reinzukommen. Ja, ach, und übrigens, cooler Soundtrack bei Sauerkrautkummer. Da sind dann auch in den Extras hier auf der Blu-ray sind dann so 2 Musikvideos drauf. Also die haben einmal im Film tritt so eine Punkband auf aus dem Dorf irgendwie und die haben nur eine Single mal ausgekoppelt gehabt irgendwie und die sind ja mittlerweile alle schon total alt und punken da und pogen da rum und so. Und dann haben sie noch so eine Art so ein Schlager-Pop-Song und der hat so einen absurden Text, der ging mir dann auch nicht mehr aus, oder uns nicht mehr aus dem Ohr, besser gesagt so. So nach dem Motto, ich schieß dich auf den Mond, denn da lebst du ja eh schon die ganze Zeit und irgendwie ganz verrücktes Ding. Also von mir in dieser ganzen Reihe ist es wieder, ich fand es fast noch besser als die vorhergehenden 2. In dieser Reihe der Eberhofer Krimis ist es auf jeden Fall vorne mit dabei. Da kriegt er von mir auch irgendwie 8 Punkte. Tolles Ding, sehr lustig. Und dieser Gerichtsmediziner da, der ist auch irre. Okay. Den anderen hebe ich mir mal für nächste Woche auf, weil es jetzt schon so lange ging. Ich habe nämlich noch auf Sky The Cured geschaut. Vielleicht möchte ja jemand von den geschätzten Hörern da auch mal einen Blick riskieren. Das ist ein. Kam der gestern? Der kam gestern. Das ist ein, ich hatte nur überlegt, ob wir den angucken. Ein irischer Zombie-Horrorfilm. Ha! Ja.
glaube, also, da müssen wir doch mal reinklicken. Also der fing an und da habe ich irgendwie die Infotaste gedrückt und da stand da irgendwie, ja, so in Irland produzierter Zombie, okay, Zombiefilm, bin ich schon mal prinzipiell dabei. Und dann habe ich nochmal so im Internet nochmal so in den Titel eingegeben, um da so ein paar Wertungen zu sehen, ob das jetzt ganz große Krütze ist, die ich mir da gerade angucke. Also die waren eigentlich alle ganz zugetan und da habe ich dann gesagt, okay, lass ich mal laufen. Okay, dann müssen wir vielleicht ja auch nochmal reingucken. Könnten ja mal aufnehmen oder so hier auf Sky. Plus, wie heißt der? Plus 24 oder so. Ja, oder das gibt es schon auch auf On Demand mittlerweile dann zum Abrufen. Dann hebe ich den mal auf und vielleicht könnt ihr nächste Woche ein paar Sachen zu Sauerkraut-Koma sagen. Und guter Plan, ja. Ja, vielleicht kommt ja auch schon wieder irgendwas im Kino, was ich gucken muss. Kinocharts und Neustarts. Den Charts sieht es wie folgt aus. Platz 10 ist der Aquaman, dem gefriert langsam das Ei, das Wasser wahrscheinlich. Platz 9, die unglaublichen Abenteuer von Bella. Wolltet ihr da nicht rein? Nein. Ja. Nee. Lieber nicht. Das schaffe ich nicht ohne eine Familienpackung Taschentücher. Achso, warte mal, mir ist gerade was eingefallen. Ich mache es mal weiter. Platz 8 ist Mia und der Weiße Löwe. Platz 7, Immenhof, das Abenteuer eines Sommers. Platz 6 ist Plötzlich Familie. Platz 5 ist Der Junge muss an die frische Luft. Platz 4, Manhattan Queen. Platz 3, Glass. Platz 2, Creed 2, Rocky's Legacy. Und Platz 1, auch nochmal ein Teil 2, nämlich Ralf Reichts Teil 2. Chaos im Netz. Mir ist gerade noch eingefallen, wir hatten ein paar Trailer ja vor dem Checker-Tobi-Film. War einmal Drachenzähmen leicht gemacht 3. Da hat mein Kleiner so gut wie keine Reaktion gezeigt, dass er da irgendwie rein will. dann kam Ostwind, irgendein neuer Ostwind-Teil irgendwie. Pferdchen. Wie ist das? Da haben sie jetzt anscheinend so eine Art Generationenwechsel. Es ist nämlich die eine mit den langen roten Haaren, die man immer mal damit verbunden hat. Die ist jetzt irgendwie, liegt im Koma oder irgendwas. Da gibt es jetzt, ganz, ganz, ganz dramatisch. Und da frisst das Pferd auch nicht mehr und da kommt jetzt ein neues Mädchen auf diesen Hof und hat ihn aber auch nicht gereizt. Was aber ganz cool fand, was ich zum ersten Mal jetzt irgendwie im Kino auf der großen Leinwand gesehen habe, den Trailer, das ist ja nämlich von Dumbo. Und der sieht so toll aus, der Trailer. Also ich habe den im Kino ist Wahnsinn. Ich habe ihn zwar zu Hause irgendwie auf YouTube mal irgendwie gesehen gehabt, da hat er mich nicht so mitgerissen, aber irgendwie so Tim Burton oder es war ein neuer Trailer. Ich habe den irgendwie so positiv, wie ich ihn da erlebt habe, jetzt im Kino, wirkt ja eh alles mal ein bisschen anders. Wir gucken aber mal, was so anläuft. Ach, da läuft schon an. Am 7.2. läuft Drachenzähmen leicht gemacht 3 an, von dem ich gerade erzählt habe. Ich glaube, ich habe irgendwas gehört, der wird ein bisschen düsterer. Da wurde schon ein bisschen gemutmaßt in diversen. Also was ich bis jetzt sehe von dem dritten Teil, ist einfach nur albern, weil sich ohne Zahn nämlich verliebt und dich dann total zum Affen macht. Ja, das ist das, was im Trailer gezeigt wird. Aber ich glaube, dass das soll wohl das Ende der ganzen Reihe sein. Okay. Und das wird wohl auch dann, wo schon irgendwie so ein bisschen was durchgeflogen ist bei mir, so nach dem Motto, ja, ob man das Kindern überhaupt zeigen sollte oder so, die vorher gehen gut fanden und so. Naja, The Prodigy läuft an von dem Regisseur von The Pact, nämlich Nicholas McCarthy. Ein Horrorfilm, da befürchtet eine Mutter, dass ihr hochintelligentes Kind von übernatürlichen Kräften besessen ist. Lego Movie 2 läuft an. Fortsetzung zum Lego-Movie. Da startet der tollpatschige Emmett in den Weltraum, um seine Freundin Lucy vor den Duplo-Angreifern zu retten. habe ich bis jetzt auch noch keine irgendwie Informationen bekommen, dass das irgendwie von nennenswertem Interesse ist da. Ja. Oh Gott, was ist denn das? Stiller Kamerad. In dem Film von Leonard Hollmann stellen sich zwei Bundeswehrsoldaten und eine Soldatin ihren psychischen Traumata auf einem Pferdehof in Brandenburg. Das wäre eigentlich so ein Film für das nie gewesen, ey. Oh, meine Mann. Holmes and Watson startet. Hey. Nein. Hier gehen sie damit hausieren. In der Buddy-Komödie des Tropic Thunder-Autors Ethan Coen, also machen sie lieber damit Werbung, als damit, dass der schon irgendwie hier diesen anderen Film. Will Ferrell und John C. Reilly in die Rollen von Sherlock Holmes und Dr. Watson. Bedingt empfehlenswert, würde ich sagen.
Glück ist was für Weicheier, hat man ja diverse Male getippt für die Sneak. Eine rührende Tragikkomödie um ein 12-jähriges Mädchen, das nicht nur die Pubertät, sondern auch die tödliche Krankheit ihrer älteren Schwester bewältigen muss. Oh Mann, hey. So. Hervorragend. Das war's auch schon, sehe ich hier. Irgendwie hatte ich gedacht, es läuft noch irgendwas anderes an, aber es war wohl später. Ach ja, genau, dieser Red Band Society hier, Club der Roten Bänder, der läuft, glaube ich, nächste Woche an. Weil da. Nee, am 14. Ah. Der läuft am 14. an. Also in 2 Wochen, okay. Ja. Weil da habe ich schon, glaube ich, eine Info bekommen, dass ich da mit rein muss. Gut, finde ich, eine Info bekommen. Ja, genau. So nach dem Motto, hier Papa, da müssen wir ins Kino. Und mit anderen Worten, hier kauf du mal die Karten und das Popcorn und so. Naja. Sie will nur, dass du was zu besprechen hast in der Sendung. Ich habe die Serie nicht mal geguckt, ne? Hey. Ich auch nicht. Ich habe, glaube ich, 5 Folgen geguckt und dann nicht mehr. Ich habe nur mal, wir hatten bei Fortsetzung folgt, haben wir, glaube ich, mal die spanische Originalserie mal irgendwann besprochen gehabt, weil wir da so einen Disc bekommen hatten von dem Verleiher. Also ich weiß ja prinzipiell, worum es da geht, ne? Aber die deutsche, aber das ist ja ein Riesenerfolg für Vox. Mhm. Also dafür, ja. Die haben ja nicht so viele selbstproduzierte Fiction-Serien. Und dafür ist das ein Riesenerfolg. Also freue ich mich echt für die. Und was ich ja immer sehr, sehr gut finde, wenn es so Formate gibt, in dem junge Schauspieler irgendwie so ihre ersten Schritte machen können. Das finde ich immer sehr gut, wenn sowas im Fernsehen auch noch ja, bleibt irgendwie. Sei es nun irgendwelche Soaps oder irgendwas, aber solange wie es Formate gibt, wo die jungen Schauspieler sich zeigen können und so, das ist immer gut. Naja, dann gucken wir doch, was es sonst noch so gibt. Sneak Preview. Der erste Teil hier aus unserem News-Bereich handelt von den sogenannten Super Bowl-Trailern. Jetzt am quasi in der nächsten Nacht. Heute Nacht. Ja. In der nächsten Nacht ist der Super Bowl zwischen denen, na? Patriots. Ich hab sowas, keine Ahnung. Keine, ja. Ich hab New England Patriots und? Ach, ganz Außenseiter-Team. Und den Rams, genau. Die Rams, genau. Und bei der Halbzeitshow ist ja immer sehr viel, ja, wird immer sehr viel Werbung platziert, weil das natürlich ein Event ist, was unglaublich viele Leute rund um die Welt schauen. Und da gibt es ja auch ja, diverse Halbzeitshows, wo bestimmte. Wer tritt da auf? Blink 182, oder? Wer war das? Ich glaube, dieses Jahr Blink, ja. Ja. Weil das natürlich eine gute Plattform ist, um sich da zu bewerben, wenn es nicht gerade ein Nibblegate gibt oder so. Und. Oh, soll ich noch einen kurzen Fun-Fact dazu raushauen? Selbstverständlich. So ein Nipplegate. übrigens, ich glaube, es ist nicht Blink 182, sondern Maroon 5 heute Abend, aber was weiß ich schon. Ich jetzt? Ah, sehr ja. Gut. Ja. Und zu dem Nipplegate, seit diesem Nipplegate ist es tatsächlich Fakt, dass in den USA die Sportübertragungen mit ein paar Sekunden Verzögerung erst rausgehauen werden aufs Fernsehsignal und alles, auf die Satelliten. Also es ist nicht mehr wirklich live, sondern es ist wirklich zeitversetzt, um auf solche Sachen eben noch reagieren zu können, um kurz rauszugehen in die Werbung oder falls irgendjemand sich da in die Luft sprengt, dass man das auch nicht unbedingt zeigt, dass man auch vorher kurz rausgeht. Wobei das aber, glaube ich, nicht nur in den USA so ist. Ja, denn, inzwischen nicht mehr. Weil ich habe das auch schon ein paar Mal irgendwie gesehen. Ich meine, wenn wir jetzt im Stadion sitzen und es passiert irgendwas und irgendwie ich schreibe dann irgendwie gerade jemand was und sage, wow, was war das? Und manchmal ist dann im Moment, was meinst du denn? Und dann also ich glaube auch bei normalen Fußballübertragungen haben die mittlerweile so ein Lag drin. Man merkt es auch, wenn mal irgendwas passiert, dann sind die relativ schnell weg von dem Geschehen, wo man dann merkt, ah, das hättest du jetzt eigentlich so schnell nicht reagieren können, wenn du wirklich live gewesen wärst. Da gibt es dann anscheinend genau. So ein Live-Produktionsteam und nochmal so eine Nachbearbeitung, die dann irgendwie schnell umschalten. Hm. Ja. Gut, ich meine, früher hatte man sowieso fast keine Live-Übertragung. Da musste man sich das alles irgendwie später angucken. Wer weiß. Zu den Super Bowl-Trailern habe ich eine Frage. Ich habe in den letzten Jahren öfter mal nachts den Super Bowl angeguckt. Aber ich habe von diesen Trailern nie was gesehen. Du hast doch Sat.1 geguckt, ja, oder? Die spielen ihre eigene Werbung ein. Wahrscheinlich. Weiß ja nicht, wo es sonst noch läuft. Deswegen ist es immer ein bisschen frustrierend. Ja, was man machen kann, die sind dann später meistens auf YouTube in so Playlisten drin. Oder einfach so YouTube, hier, na, Super Bowl Trailer. Oder, ich meine, gut, wenn man Satellitenanlage hat, wo dann ESPN oder irgend sowas läuft, dann kann man das auch.
oder irgendein Sender. Also ich, da gibt es ja so zig, da wird ja auf so vielen, wird ja fast in jedem Land der Welt wird es übertragen. Und viele, gerade so irgendwie so kleinere Länder, die bearbeiten das nicht extra. Die haben jetzt nicht irgend so ein Team da, die irgendwie das noch moderieren oder so. Die nehmen halt wirklich das Signal, wie es aus den USA kommt und reichen das einfach durch. Dann kann man das da auch gucken. Einfach mal ein bisschen rumschalten. Wer Kabelfernsehen hat, da wird es ein bisschen schwieriger. Da, aber vielleicht gibt es da auch irgendwo einen Sender, der da irgendwie versteckt in den dreistelligen Regionen ist oder so. Einfach mal gucken. Ich hatte, glaube ich, das eine Jahr hatte ich es mir aufgenommen gehabt auf irgendeinem, wenn ich mich recht erinnere, polnischen Sender. Die haben aber auch den Originalton übertragen, einfach so, ne? Und komplett habe ich mir das aufgenommen. Ich klicke es mir dann auf YouTube. Ja, oder so, das natürlich. Ich gucke es auch nicht live. Also das, ich gucke vielleicht am Abend ein bisschen die Vorberichterstattung und so, weil das immer ganz interessant ist. Aber ja, da sind zum Beispiel so Trailer bestätigt für Hobbs and Shaw, was klingt wie irgendwie ein Animationsfilm aus dem Hause DreamWorks. Ist tatsächlich der neue Fast and Furious Film. ich glaube Dwayne Johnson oder so. Oder wer ist da dabei? Weiß gar nicht. Bestimmt, ja. Ist irgendwie, für mich ist das irgendwie durch. Aber es gibt da so viele, ja, die Benzin im Blut haben, die die Filme sehr, sehr gerne gucken. Also wird spannend. Vielleicht ist ja der Trailer auch so, wo man sagt, wow, ist das geil, den muss ich sehen. Wenn wieder so Panzer durch die Luft fliegen und so. es kommt eine neue Serie, nämlich von Amazon produziert, die heißt Hannah. Und man mag sich vielleicht erinnern, es gab mal einen Film, den ich sehr, sehr gut fand, der heißt Wer ist Hannah? Der dann auch am oder eine Szene dann hat, die in dem ehemaligen Plänterwald bei Berlin spielt, in diesem verlassenen Freizeitpark, wo so wirklich so verrottete Riesenräder und sowas sind. Und da macht Amazon jetzt eine Serie draus mit der Hannah. Ich weiß nicht, ob dann, ich glaube nicht, dass Saoirse Ronan da wieder die Hauptrolle spielt. Nee, ich habe mir den Trailer angeguckt. Es gibt ja schon den Teaser, okay. Hannah, Teaser OV-Trailer, ist schon veröffentlicht. Sieht gar nicht schlecht aus. Werde ich definitiv klicken, kommt irgendwie im März wohl. Den Trailer gibt's schon, tut mir leid. Wer spielt da jetzt die Hauptrolle? Besetzung, ich klicke. Hannah Montana. Nein. Wieso kann ich das jetzt hier nicht klicken? Naja, wenn. Ich mach mal weiter, wenn du es noch findest, dann. Ja, es kommt auch noch ein Animationsfilm, da hatten wir, glaube ich, den Trailer hier schon mal besprochen. Willkommen im Wunderpark. Dann ja. Toy Story 4. Da wird wohl ein neuer Trailer kommen. Da gab es ja vorher nur erstmal so diesen kleinen kurzen Teaser. Und The Handmaid's Tale. Da gibt es eine Vorschau auf die dritte Season. Bist du da noch? Die zweite gucken. Bist du da noch up to date? Ach nee, okay. Nein, ich habe die zweite nicht gesehen. Ja, die muss ich mal, glaube ich, 3 Wochen bei meiner Mutter einklinken. Nee, 3 Tage. Gibt es ja nur bei der Telekom, nämlich, ne? Ja, die hat es ja. Aber ja. Es gibt keinen Namen. Ich finde keinen Namen zu diesem Mädchen. Okay. Ich kenne es aber auch nicht. Ich habe jetzt aber gesehen. Kommt mir nicht bekannt vor. Hat es mir irgendwie reingespült. Es gibt wohl jetzt auch von der Telekom dieses Magenta TV auch als nur App-Version, also wer jetzt nicht zu Hause sein ganzes mit Magenta Home und Entertain und wie das heißt hat, wer jetzt nur das haben will, aber das ist jetzt unbestätigt, das hat es mir nur heute irgendwie als Werbung reingespült. Es kostet irgendwie 7,95 € im Monat, dann hat man diese Live-Fernsehsender-Geschichten und kann auch so ein paar Serien gucken und sowas. Da habe ich eigentlich jetzt keine tiefer gehen. Vielleicht hat ja irgendjemand von den geschätzten Hörern da, weiß da mehr. Ob dann die Kate mit 7,95 € nochmal extra ihre Handmaid's Tale gucken könnte, ohne dass sie weite Anreisen auf sich nimmt. Avengers Endgame kommt wahrscheinlich ein neuer Trailer. Dann Alita Battle Angel macht ja Sinn, weil der ja, ist ja jetzt gerade brandheiß, würde ich sagen. Gibt es in Deutschland auch schon so erste Previews, die sehr, sehr erfolgreich gelaufen sind. Es muss wohl absolut genial sein, das Ding im IMAX zu gucken. Ich habe jetzt irgendwie ein paar Sachen gelesen, die so Previews im IMAX hatten. Boah, da gibt es wohl irgendwie, ich glaube, 20 Minuten extra Material nur für IMAX. Wahnsinn. Friedhof der Kuscheltiere. Ja. Ein Trailer von Stephen Krasinski, der ja zuletzt Quiet Place gemacht hat. John Wick Kapitel 3. Hellboy, der neue, der, wo mir da, was ich bisher gesehen habe, überhaupt nicht gefällt. Werde ich, glaube ich, auslassen. Ja, und dann geht es so ein bisschen in den Bereich Mutmaßung und Legenden. Game of Thrones, Watchmen, Captain Marvel, Aladdin, Dumbo vielleicht noch.
Netflix hat auch wohl irgendwas gebucht. Da weiß man allerdings auch noch nicht, was sie da zeigen wollen. Vielleicht Stranger Things, irgendwas Neues. Na, mal gucken. 5 Minuten lang nur Netflix, das Logo. Ja, unbedingt. Das wäre mal richtig. Ich würde es denen zutrauen. Spätestens morgen wissen wir dann mehr. Und ja, weiterhin in dem Bereich Kino-News und Trailer. Wir haben ein Oscar-Tippspiel gestartet. Ich glaube, das habe ich hier in der Sendung noch nicht gesagt, weil mir das... Doch, letzte Woche. Ja. Dann doppelt hält besser, dann machen wir das nochmal. Was aber ja noch nicht gesagt wurde, wir haben so ein kleines, eine kleine interne Challenge, weil wir das machen, das ja auch zusammen mit den Leinwandperlen. Und das Ziel ist, dass wir als Schwarmintelligenz bestehend aus 3 gegen die Leinwandperlen, ebenfalls Schwarmintelligenz aus 3, gemeinsame Tipps abgeben. Das heißt, wir können natürlich einzeln tippen, jeder macht für sich das, was er denkt, aber wir sollten uns irgendwie mal vielleicht mal auf einen gemeinsamen Tipp einigen, ja, den wir dann quasi als Kinocast abgeben. Okay. Und der ist gegen den Tipp von den Leinwandperlen. Dann gucken wir mal, wer am Schluss dann mehr hat. Was kann man gewinnen? Nichts. Ruhm und Ehre. Ruhm und Anerkennung. Und mindestens für ein Jahr kann der eine den anderen dissen. Bis zum nächsten Oscar-Gewinnspiel. Nee, Spaß beiseite. Also, ja genau, vielleicht machen wir da irgendwie bastlich eine Grafik, die dann eingebunden werden kann auf der Homepage. Keine Ahnung, schauen wir mal. Das ist so ein bisschen entstanden, als ich hier denen geholfen habe, hier beim Einbinden und so. Also nochmal für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt ein Oscar 2019 Tippspiel, das findet ihr auf kinocast.net oben in der Leiste, Oscar 2019 Tippspiel, einfach klicken. Und auch bei den Leinwandperlen, www.leinwandperlen.de ebenfalls, und das greift auf dieselbe Datenbank zu, das heißt, ihr braucht da nur einmal tippen und wir schauen dann mal, wer da so die erfolgreichsten Tipps hatte. Ist ja noch ein bisschen Zeit, also das eigentliche Tippspiel wird am 24.02. um 19 Uhr geschlossen. Das heißt, es sind quasi der Vorabend von den Oscars. Und wir haben so ein kleines, damit wir eher schon ein bisschen damit wir irgendeinen Termin haben, wo wir alle getippt haben. Wir haben uns da so wenn ich mich recht erinnere, den 14. oder so gesetzt. Valentinstag. Ja, oder weiß gar nicht mehr. Oh, auf jeden Fall irgendwie eine Woche vorher ungefähr oder so. Oder 10 Tage vorher. Aber das kriegen wir soweit noch raus und ist auch alles machbar. Da sollten wir uns dann mal auf irgendwie einen Tipp einigen. Das Gute ist ja, wir sind ja 3, da kann es ja keine Pattsituation geben, wenn wir. Doch, wenn jeder, wenn es 3 verschiedene Meinungen gibt. Achso, wenn es 3 verschiedene gibt, ja. Aber ja, ich glaube, bei den einen oder anderen werden wir uns schon einig schnell. Genau, ansonsten müssen wir das hintereinander wegmachen. Das heißt, was weiß ich, in der Reihenfolge des Anfangsbuchstabens, des Vornamens oder so. Das heißt, wir würfeln einfach. Chris, du darfst. Ja, kann es ja passieren, dass verschiedene. Ja, warum? Du kriegst die 1, die 2, Kate die 3, die 4, ich die 5, die 6. Oder so. Ja, das geht auch. Okay, das machen wir dann noch aus, oder? Kriegen wir hin. Ja, also das ist die Challenge. Kinocast gegen Leinwandperlen. Und ihr, liebe Hörer, könnt euch natürlich gern beteiligen. Wir gucken da mal, dass vielleicht die am besten, die meisten Tipps richtig haben, dass die da auch ein bisschen was gewinnen können. Ja, dann machen wir weiter mit den Serien hier. Die Kate hat was geschaut. Ja. Serien. Ich war wieder mal auf Netflix unterwegs. Das ist ja mein zweites Zuhause quasi. Und habe mir die neue Staffel von American Crime Story reingezogen. American Crime Story ist eine Anthologieserie. Das heißt, jede Staffel ist abgeschlossen, hat eine Story und ist abgeschlossen. Die erste Staffel war The People vs. O.J. Simpson. Da ging es um den O.J. Simpson Prozess und diese ganze Geschichte um ihn herum. Fand ich damals schon ziemlich gut, aber hat mich jetzt nicht so begeistert. Die zweite Staffel vom Titel her fand ich noch uninteressanter, habe aber trotzdem reingeschaut, denn in der zweiten Staffel geht es um den Mord an Gianni Versace. Ach, das war das. Genau. Ist auch Golden Globe nominiert, ne? Oder ganz so. Genau, ja.
und hat auch den Golden Globe für den besten Hauptdarsteller gewonnen. Und zwar spielt Darren Criss, den wir witzigerweise aus Glee, diesem Teenie-Film-Serie da kennen von Disney Channel, spielt Andrew Cunanan, den man leider kennt, oder wenn man halt die Geschichte von Versace kennt. Der Name sagt einem halt was, wenn man die Geschichte von Versace kennt. Denn Andrew Cunanan hat Johnny Versace erschossen. Und das wird auch sofort im, darum geht's ja. Und das wird auch direkt in der ersten Sequenz der ersten Folge wird dieser Mord gezeigt. Und dann geht die Serie sehr abgefahren weiter, denn ich möchte gar nicht viel über die Handlung oder den ganzen Verlauf erzählen, aber was ich sagen muss, man muss dranbleiben, denn die Geschichte wird quasi rückwärts erzählt. Wir fangen an mit dem Mord und dann haben wir Andrew Cunanans Geschichte rückwärts. Und zwar immer vom einen Punkt zum nächsten. Wie kam es dazu, dass das und das passiert ist? Und das ist ziemlich cool gemacht. Versace an sich steht nicht komplett im Vordergrund der Geschichte, weil es soll die Geschichte von Andrew sein. Und seine Psyche, die dahinter steckt, ja, wie er zu dem geworden ist, was er war. Besetzt, sehr, sehr geil. Edgar Ramirez spielt Gianni Versace. Ricky Martin spielt dessen Geliebten Antonio Di Macchio. Und Penelope Cruz spielt Donatella Versace. Und das sehr, sehr gut. Also die Versace-Szenen tatsächlich selber haben mich am wenigsten interessiert, na, weil da ging es dann auch um irgendwelche Erkrankungen, um diese Geschwister, die sich eben streiten und wie Donatella Versace auch so ein bisschen am Anfang so ein graues Mäuschen war und sich nichts getraut hat und dann zu dieser Ikone geworden ist. Also es wird schon miterzählt. Aber die Hauptgeschichte ist halt von Andrew Cunanan, der einfach einen totalen Schuss weg hat. Und es wird richtig, richtig gut erzählt und sehr, sehr gut gespielt von Darren Criss. Also, dass der da den Golden Globe gewonnen hat, absolut verdient. Kann ich nichts gegen sagen. Sehr geile Serie. Und wirklich ist mir jetzt auch viel emotionaler gewesen als jetzt die erste Staffel. Ja? Die fand ich nicht so geil. Da ging es um diesen Prozess und so. Das fand ich jetzt nicht so gut. Aber fand hier. Die erste furchtbar. Die Erzählung, also wie diese Geschichte erzählt wird, eben mit dieser Rückwärtsgeschichte, das finde ich super cool. Ja, da musst du mal Irreversibel angucken. Guck mal Irreversibel, den Film. Ja, ja. Aber das ist Vorsicht. Wie mit Memento. Starker Tobak. Hm? Okay. Mit Monica Bellucci. Also, wie gesagt, Empfehlung, kann man angucken. Ja, ich empfehle mal Irreversibel. Irreversibel. Aber das ist echt, das ist von Gaspar Noé, der ja zuletzt im Kino Climax hatte. Das ist echt starker Tobak. Da sind viele damals aus dem Kino rausgegangen und so. Da Monica Bellucci, der passiert was ganz, ganz Schlimmes. Da wird das auch noch so in Rückblenden erzählt. Also das Rückblenden, die Geschichte entwickelt sich rückwärts, um zu sehen, wie sie quasi, am Anfang passiert ja was ganz Schlimmes und dann siehst du sie immer glücklicher werden im Laufe des Films, weißt du, und du weißt genau, was da jetzt passiert dann. Ach ja. Schon 2002 sehe ich gerade. Ja, und hier so Artikel, Why is Irreversible still shocking 15 years later? Okay, krass. Ja, das war ja, ich habe den damals völlig, völlig kalt, hat er mich im Kino erwischt, ja. Naja. Und ich bin einiges gewöhnt, also, aber das, zum Thema Versace. Hat mich echt interessiert, wo ich das gelesen und gehört habe, aber nachdem ich dieses American Crime Story, diese erste Staffel, so schlecht fand, fand ich so furchtbar mit diesem O.J. Simpson und diesen, wie die das da aufgerollt haben. Und das war so, so fernsehmäßig, so alles so, so. Nee, es ist definitiv besser jetzt. Ja. Ja. Ich war ja sogar mal, kleiner Fun Fact, ich war sogar mal das einzige private Haus auf dem Ocean Drive in Miami. Mhm. Ist ja das von Versace. Das ist auch, Versace. Ja. Ist auch immer noch, steht auch immer noch. Ich hoffe mal, es ist einige Jahre her, dass ich das letzte Mal dort war. Und da gibt es eine Stelle auf dem Bordstein, wo eben dieser Blutfleck war. Da
lassen sich immer noch viele fotografieren und da ist auch so ein Schild und sowas. Ja, das schon, also. Also ich habe auch noch dazu dann noch gelesen, also die Versace-Familie selber hält sich fern von der Story, weil sie sagen, das sei alles so nicht passiert. Mhm. Und Gianni Versace wäre nie so krank gewesen, wie es dargestellt wurde. Donatella hat da einfach Abstand genommen. Das Problem ist aber wirklich, dass die Serie ja nur die Versace-Geschichte nur ankratzt. Ja, es geht ja wirklich um den Andrew. Und deswegen, ja, es ist ja, gut. Das ist, glaube ich, der Hauptkritikpunkt von der Familie, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Nee, weshalb sie sich distanziert so haben, dass gelesen. Hier der Mörder hier so nun quasi diesen furchtbaren Mord einfach so sinnlos begangen hat, dass der nun hier so einen riesen Spotlight bekommt und da irgendwie noch Rechtfertigungen bekommt und so. Ja, aber das hat man ja oft, dass man Filme über die Psyche eines Irren macht. Mhm. Ja. Ja, und gut. Der dann natürlich in den Fokus gestellt wird. Ich sag mal so, wenn dein Kind ermordet worden wäre und dann wird ein Film gedreht über den Mörder, wie, ach, was hat er für eine schlimme Kindheit gehabt, dann würdest du auch sagen, ey, sag mal, habt ihr jetzt einen Lauf oder was hier? Wie bei dem Kurzfilm, der für die Oscars nominiert wird oder ist. Ja, genau. Ja, natürlich, klar. Aber, da würdest du dich ja auch distanzieren und sagen, ey, Leute, ey. Also es ist wohl sehr gut recherchiert, es beruht doch teilweise auf einem Buch, was geschrieben wurde, was auch ja wohl entsprechend recherchiert wurde, alles, keine Ahnung. Ja. Klar, muss ich immer das bedenken, dass der jetzt natürlich in den Fokus gesetzt wird, aber die Geschichte nicht zu erzählen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Man kann auch Sachen ungesagt lassen. Ja, ich fand es trotzdem extrem interessant und extrem spannend. Ja, okay. Also Empfehlung von dir, Netflix American Crime Story Staffel 2 mit Gianni Versace. Vielleicht gucke ich da doch mal rein, weil wenn man da ein bisschen was vielleicht von Miami sieht oder so, ist schon mal ganz interessant. Da wir den Film Belleville Cop leider nicht in der Sneak hatten, wie andere, muss ich mir das jetzt mal woanders herholen. Ein bisschen Sunshine State. Mir ist gerade noch was eingefallen. Ich habe noch was Kurzes zu sagen, nämlich zu einem Game. Games. Ich habe eine Beta-Test-Einladung bekommen gehabt für Anno 1800. Ich bin jetzt nicht so der Anno- und Echtzeitstrategie-Fan, aber ich weiß, dass einige Freunde von mir das waren und weil ich als Beta-Tester drei Freunde mit einladen konnte, habe ich halt gesagt, okay, ich mach's und habe mich da angemeldet und habe das Spiel getestet. Ich weiß nicht, Chris, hast du die anderen gespielt irgendwie? Ich habe ein uralt Anno, ich glaube Anno 1603 habe ich gespielt. Ja. Das ist, und ich hätte auch Bock zu gehabt und ich habe ja noch gesagt, hier, nee, komm, Fabi ist mehr der Anno-Zocker. Da hatte ich ihn aber schon angemeldet. Oder er geht nicht in Urlaub, sondern ist geschäftlich aus Anno 1602, sogar nicht 1603. Und dann geht der hier in Dixon, muss der weg. Und so, ja, das ist genau da, wo ich weg bin, aber jetzt habe ich schon den Key. Und ich so, du Penner. ja, genau, ich hatte dann leider keinen mehr übrig, weil eine Arbeitskollegin von mir, die alle Annos gespielt hat und war, die hat mich schon vor einem halben Jahr so nach, ich bin ja bei mir auf Arbeit, das ist der mit den Games. Ey Erik, was brauche ich denn für Systemanforderungen? Kann das mal errechnen? Also, Moment mal, um was geht's jetzt überhaupt? Und da habe ich natürlich dann mich da informiert und so. Und da habe ich dann gesagt, ja, okay, der Anno 1800 und so. Habe ich rausgefunden, welche Engine und so. Weil wir hatten ja auch auf der Gamescom mal, meine Tochter spielt ja sehr gern Just Dance, ist ja auch von Ubisoft. Und da hatten wir auch so eine Einladung zu so einem Event gehabt. Und da habe ich die Leute einfach mal angeschrieben. Habe ich gesagt, hier, könnt ihr mir da mal helfen. Und die waren sehr hilfsbereit. Also Ubisoft kann ich echt empfehlen. Und wie gesagt, ich habe jetzt Anno 1800. Ich bin jetzt nicht der riesen Echtzeitstrategie. Das ist mir alles zu hektisch. Das macht mein Herz nicht mehr so mit. Ich blick's auch ehrlich gesagt nicht ganz. Ich weiß nicht, ob ich da der Richtige bin, der hier. Aber ich finde, es sieht absolut toll aus. Also es sieht wirklich, wirklich toll aus. Also man kann ja da reingehen und man kann da die Häuschen bauen und so. Und ich habe auch mit meiner Kollegin, es gibt da hier bei Ubisoft diese Chat-Funktion, die so ähnlich ist wie so ein ICQ oder Skype da. Und die hat es, ich habe immer gesehen, die spielt das stand drin hier. Also die war irgendwie die ganze Zeit in dem Spiel. Da habe ich sie immer mal, hey, kannst du mir mal helfen? Ich weiß nicht, wie das und das geht und so. Ja, und die ist total begeistert. Sie hat es auch von ihrem Mann ja schon geschenkt bekommen, aber das kommt ja erst später raus und hat sich jetzt schon total gefreut, dass sie jetzt mal den Beta-Test machen kann.
und ist auch voll und ganz gehypt und sie freut sich schon total auf das Spiel. Also für Fans, sie hat vorher auch diese Zukunftsteile gespielt, die es da gab, 2000 irgendwas. Und die fand sie jetzt nicht ganz so. Und da hat es jetzt wieder total Spaß gemacht, das ist jetzt wieder so Mittelalter. Und das ja. Ist schön. Also soll ich mal kurz noch den Abschuss dann bringen, wenn du da fertig bist mit Anno? Den was? Ich in Abschuss bringen. Ich habe nämlich was gemacht gestern Abend noch. Das ist völlig unglaubwürdig, aber es funktioniert tatsächlich. Aber ja, erzähl erst mal Anno zu Ende. Ja, erzähl ruhig, jetzt hast du hier. Jetzt habe ich schon angefangen. Na, ich war so ein bisschen frustriert. Ich war so ein bisschen auf der Suche nach, weil ich einfach mal wieder Bock hatte, so ein Eishockey-Manager-Spiel zu spielen. Wie man es halt noch kennt von 1993, den berühmten Eishockey-Manager von 1993 von Software 2000. Ah, wer kennt ihn nicht? Das sagt sogar dir was, Erik, oder? Ja, gab's diverse. Gab's Eishockey-Manager, Fußball-Manager. Ja, genau, aus dieser Reihe. Und da halt eben den Eishockey-Manager. Für mich immer noch eins der geilsten Eishockey-Manager-Spielchen überhaupt ever. Und ich habe gestern tatsächlich nochmal geguckt. Ich habe das zuletzt vor 2 Jahren gestartet bei mir auf dem PC mit einem DOS-Emulator und da ist das Spiel drauf und blablabla. Es läuft auch jetzt gerade aktuell nebenher. Und was ich dann gemacht habe, ja, das ganze Spiel hat eine Dateigröße was von 6 Megabyte. Das ist geil, ne? Das startet so schnell, aber da musst du dann, glaube ich, deine Taktfrequenz irgendwie ein bisschen runternehmen, ne? Das passt, läuft ganz hervorragend. Wirklich super. Und was ich dann jetzt gemacht habe, ich so, hey, es wäre aber voll geil, das auch irgendwie unterwegs dabei zu haben. Und dann habe ich mir das überlegt, was da alles so geht und habe dann festgestellt, okay, auf dem iPhone ist es extrem schwer, sowas zu machen. Aber ich habe ja noch ein altes Google Nexus Tablet. Und habe gedacht, jetzt teste ich das mal mit Android und für 3,50 Euro habe ich einen DOS-Emulator erstanden, habe das Spiel draufgeladen und jetzt kann ich tatsächlich auf meinem Tablet den Eishockey-Manager spielen und ich feiere es total. Wow. Also das ist ja Wahnsinn, Da kriegst du ja hier, also das ist ja ein Achievement, was du hier, also das ist ja Achievement also Hacking plus 10 Points hier. Ja, Hackerman, du weißt ja. Ja. Na, aber es ist sensationell, es macht auch so unglaublich Spaß, es ist wirklich, wirklich ganz, ganz geil. Okay. Also ich feiere das ziemlich. Na wunderbar. Es geht aber noch nicht online, dass du da mit anderen, das ist nur jetzt quasi. Nein, das Gott, ist, das ja, überhaupt, kannst du ja, ich weiß. Bis zu 4 Leute an einem PC versammeln, das geht. Oder an einem Tablet dann. Aber wie gesagt, ich finde es einfach cool, dass das funktioniert hat, so wie ich es mir, tatsächlich auch noch so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es läuft sehr, sehr stabil. Sind wahrscheinlich noch so super. Die ganzen alten Helden hier, Wayne Gretzky und sonst was da drin, oder? Ist das schon aktuell? Ja, die haben hier hauptsächlich bestehen hier die Namen aus Nachnamen. Okay. Also, hatten deswegen, die echten, also, durften die echten nehmen? Oder die haben einfach welche genommen. Okay. Deswegen, aber die haben auch tatsächlich damals die Lizenz vom Deutschen Eishockeybund gehabt. Also deswegen hat es auch die richtigen Logos und blablabla. Mhm. Das ist schon richtig drin. Aber es ist so cool. Es macht so Spaß. Es ist einfach nur klicken und da und ein bisschen Stadion bauen und ach, herrlich. Herrlich. Naja, ja, dann. Schauen wir mal. Also Anno 1800, von mir durchaus eine Empfehlung. Also für Fans, wie gesagt, ich gebe das jetzt mal aus zweiter Hand wieder. Einen echten Fan, weiblichen Fan, hat es total begeistert. Und deswegen, wer sich mit der Reihe da, ich bin jetzt vielleicht nicht so der richtige Ansprechpartner. Ja, ja, und du, Eishockey-Manager mit DOS, wer da Fragen hat, wie man sowas zum Laufen bekommt, ja, jederzeit. Dann soll er sich mal an dich wenden. Aber hallo. Okay, ein Thema haben wir noch bei den sonstigen Themen, nämlich ein kleines Gewinnspiel ist gestartet zum Film Eilos Reise. Und ich hatte ja vorhin schon mal von der Dokumentation erzählt, hier Checker Tobi. Ich glaube, Eilos Reise ist wieder genauso toll, wenn man sich den Trailer anschaut mit diesem kleinen Rentier, was da so begleitet wird. So ein bisschen, ja, so Disney-artig gemacht, ne, wo dann auch so erzählt wird. Und da gibt es ein kleines Gewinnspiel bei uns, hat uns die Filmfirma bereitgestellt. Nämlich, es gibt 3 T-Shirts zum Film, 3 Freikarten und 3 Postkartensets. Also sprich, kriegen 3 Gewinner jeweils ein T-Shirt, eine Freikarte und ein Postkartenset. Und da könnt ihr einfach mal mitmachen. Ich glaube, die Frage ist nicht zu schwer, weil die steht sogar im Bild. Im Bild zum Blogbeitrag ist die Frage beantwortet. Einfache Frage und du gibst noch einen Tipp, also das ist ja auch geil. Ja, das Poster war halt nun mal so, da wollte ich es jetzt nicht noch wegretuschieren. Ja, also macht da mal mit, wenn ihr das sehen möchtet, den Film oder ein T-Shirt. Das T-Shirt sieht auch ganz cool aus mit so einem kleinen Rentier drauf.
Ja, da müsst ihr nicht bei der Sneak Preview in Stuttgart irgendwelche Faxen machen und das T-Shirt anziehen, dann macht einfach hier mit. obwohl da gibt es bessere, gibt's bessere T-Shirts bei dir zu gewinnen meistens. Ja, dann also macht da mit, Ailos Reise, und mal gucken, ob die Amazon Affiliate Links jetzt wieder funktionieren. Ja, die funktionieren. Das heißt, ich bedanke mich bei allen, die den Kinocast in der vergangenen Woche unterstützt haben mit Einkäufen bei Amazon. Wir haben bei kinocast.net so einen kleinen Button da, unterstützt uns mit Amazon. Wenn ihr da draufklickt, bevor ihr was bestellen möchtet, kriegen wir eine kleine Provision. Da haben verschiedene Leute zugeschlagen, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass ich mal letzte Woche gepostet habe, dass es so eine Aktion gibt bei Amazon, wo ich selber auch zugeschlagen habe, nämlich eine 10 für 50 Aktion. Das heißt, man bekommt 10 Blu-rays für 50 Euro, was einem Preis, der Mathelehrer lächelt schon, 5 Euro pro Blu-ray nur entspricht, was wirklich, wirklich günstig ist. Und da ist jetzt nicht irgendwelcher Schrott dabei, sondern es sind auch gute Filme, richtig viele gute Filme dabei. Und hier hat jemand sich folgende Sachen wahrscheinlich ausgesucht. Mal gucken, ob wir auch mal auf 10 kommen. Zählt mal mit. Resident Evil, die Blu-ray, Spawn, Victoria, ein richtig guter Film, kann ich sehr empfehlen. Versunkene Welt, The Lost World, Der unsichtbare Gast, das Belko-Experiment, Death Wish, das ist dieser neue mit Bruce Willis, The Sixth Sense, auch nochmal Bruce Willis, Raw, R-A-W, kenne ich jetzt gar nicht, muss ich mal draufklicken, was das ist. Was ist ein Raw? Ich nehme an, französischer Film, ein Film von Julia Ducournau mit Garance Marillier. Kenne ich jetzt noch gar nicht. Warte mal, sind hier noch welche? Nee. Waren das 10? Sind es aber nur 9. Sind es nur 9? Vielleicht erscheint das irgendwie dann noch später, das eine. Oder warte mal, was ist das hier? Pater Braun, die besten Kriminalfälle. Mal gucken, ob das eine Blu-ray. Ja, ist auch eine Blu-ray. Mit Heinz Rühmann. Eine 2er Blu-ray-Box mit Heinz Rühmann, Pater Braun-Fällen. Also, hat jemand da zugeschlagen. Kann ich auch sehr empfehlen, das zu machen. Das sind echt gute. Ich hatte mir andere bestellt als die hier. Ich glaube, da gab es überhaupt keine Überschneidung mit denen, die ich bestellt hatte. Okay. Ich mache es mal hier weiter. Ein HDMI-Kabel hat noch jemand bestellt. Danke dafür. Eine Deko-Leuchte, Stimmungsleuchte. Was ist das? Ach so. Aus Bali oder zumindest so mit Farben, mit so Yin-Yang drin. Dann ein Toner für einen Brother TN2320 XL. Boah. Dann, was ist das hier? Megasat-Kabel. Wahrscheinlich für eine Satellitenantenne. Ach nee, ein Receiver für Kabelempfang. Also ein Megasat heißt die Firma und fürs Kabel. Ja, vielen Dank an alle, die sich irgendwie wiedergefunden haben und damit den Kinocast unterstützt haben. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Wenn ihr den Kinocast unterstützen möchtet, gibt es jetzt noch eine neue Möglichkeit. Es gibt unter jedem Beitrag so ein, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie das heißt, so nach dem Motto, dies könnte sie auch interessieren. Das ist auch so ein Werbefeld, wo so ein paar News verlinkt sind. Wenn man da draufklickt, kriegt der Kinocast auch ein bisschen was. Also vielleicht sind da ein paar interessante Beiträge dabei. Die sind von anderen Seiten, die dann Geld dafür bezahlen, dass sie da bei uns erscheinen. Vielleicht ist ja was dabei. Jetzt ist gerade hier Sonnenanbeter buchen und jetzt sparen bei TUI zum Beispiel. auch schöne Sachen. Oh, oder wenn ihr natürlich gar nichts dergleichen machen wollt, kein Geld ausgeben wollt, nichts klicken wollt, dann lasst uns auf jeden Fall einen Kommentar da. Das haben ja viele getan jetzt in der letzten Woche. Danke dafür. Bewertet uns bei Amazon. Unter 5 Sternen geht da gar nichts. Oder bei allem anderen, was es so gibt. Bei Spotify sind wir jetzt auch verfügbar. Erzählt anderen von unserem Podcast, wenn er euch gefallen hat. Wenn er euch nicht gefallen hat, dann schreibt uns einen Kommentar oder eine Mail, was euch nicht gefallen hat, was wir besser machen könnten. Könnt ihr uns auch direkt erreichen. Wir hatten ja letztens mal so eine Frage bekommen, das wäre schön. Also wenn ihr so eine Frage habt an uns zum Thema Film, Kino, irgendwas, Serien, dann könnt ihr auch gern was eine Frage schicken, zum Beispiel an die Kate, kate@kinocast.net, chris@kinocast.net oder meine Wenigkeit eric@kinocast.net oder über das Kommentarfeld. Das kommt dann auch direkt an, wenn ihr das nicht öffentlich senden möchtet. Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden fürs Mitmachen, wie immer.
Sehr gerne. Sehr gerne. Wünsche euch heute viel Spaß bei eurem Tag. Ich nehme an, das hat auch noch irgendwas mit Eishockey zu tun, wenn die Adler heute spielen, oder? Ja, das auch, aber das ist Geburtstag von meiner Tante heute. So. Gestern hatte mein Onkel Geburtstag, die feiern nachher noch, deswegen. No party. Wird uns auch wieder nicht zum VfB reichen. It's your birthday, party like. Ja. Ja, nee, VfB gehe ich heute auch mal nicht. Das muss auch mal sein. Das tue ich mir gerade nicht mehr an. Jo, dann bis morgen im Kino mit Liam Neeson. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Hatschi. Und Gesundheit, bis nächste Woche dann. Tschüss. Ciao. Bis dann, ciao. Bis bald im Kinocast.